aber ungerecht. Willst du mit den Jägern losziehen? Ein strahlend heller Tag. Es gehört dir. Bleib stark. Moment. Was ist das? Licht ist Weisheit, Warlock. Jetzt die Übersicht für Clan 32. Das nenne ich gut. Heb sie hoch. Wie fühlt sich das an? Das Bilden nicht vergessen, Hüter. Ich bin bereit, dir zu helfen. Weißt du, was du brauchst, Titan? Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann bist du hier genau richtig. Aktualisierung der Titanenprofile erhalten. Danke. Das habe ich höchst persönlich gebastelt. Danke, Hüter. Es ist immer noch Platz für dich. Fliegst du das Schiff immer noch?
kann ich dir heute Morgen zu Diensten sein, Hüter? Ich werde hier sein, Hüter. Seekort hier. Ihre Rechnung liegt in der Ladebucht Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Elektronik ist komplett hinüber, aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Sie konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Thank you.
Eine Karte des gesamten Gebiets. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Hoffentlich bist du bereit. In den Mauern! Güter gefallen. Du hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen.
Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit.
Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Ein Hüter ist gefallen. Wir sind drin.
Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. Viel Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das kann nicht sein. Die Schar. Hier ist eine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Die Hexe ist hier. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken.
Brasilianisch. Bereit und stets zu Dienst. Gefunden. War wohl ein harter Kampf. Trag das mit Stolz. Wie immer ein Vergnügen. Das Klappern hört sich gar nicht gut an. Nicht genug Zeit. Hohe Strahlung. In Quarantäne damit. Trag das mit Stolz. Die Berichte über neue Feuerwaffen sind archiviert. Vorhut? Oder suchst du mich?